Stan ist Expressbügler in der Schnellwäscherei Blütenweiß. Sein Akkord steht bei 20 Laken in der Stunde. Ah, das ist gar nicht meine Hose. Nein, darauf falle ich nicht mehr rein. Hey Stan, Ihre Hose ist geplatzt. Ach, das ist doch bloß vom Kragenreißen. Die Hose ist geplatzt. Aber das Geräusch macht doch Ellie. Der macht mich rasend. Die Hosenbügler haben hier schon moderne Dampfbügelautomaten. Und schon hat Stan wieder eine passende Hose. Aber die platzt schon beim Anziehen, ohne dass er es merkt. Um Sitte und Anstand in der Firma zu wahren, muss der Chef einschreiten. Na bitte, es geht doch. Ach. Na bitte, es geht doch. Oh. Na bitte, es geht doch. Ah. Hörst du wohl auf? Na bitte, schon sieht man nichts mehr. Oh. Endlich hat er es begriffen. Aua. Die Damen vergessen über ihrer moralischen Entrüstung ihre handwerklichen Pflichten und vernichten so ein Dutzend teurer Wäschestücke. Und der Chef gibt natürlich Stan die Schuld daran. Er könnte vor Wut seinen Hut fressen. Da schleicht sich Stan am Treibriemen lieber eine Etage höher. Und der Vorteil ist, er wirft damit auch eine Waschmaschine an. Da ist er wieder auf dem Oberhemdenförderband. Doch bevor Toni, der Chef, zugreifen kann, sitzt er schon im Pausenraum. Pokerspielen ist ihr liebster Zeitvertreib. Stan hat ein gutes Blatt, aber kein Geld. Also holt er sich den Gewinn schon vorher als Kredit. Aha, 3 Vieren. Ein gutes Blatt. Aber Eddie ist noch besser. Ein Full House mit 9 und 3. Aber das reicht immer noch nicht. Stan hat 4 Asse und die schlagen alles. Ach. Wenn ich ihn erwische, mache ich Kleinholz aus ihm. Dann gehe ich wieder. Wollt ihr eine Revanche? Zur Revanche-Runde setzt sich Stan lieber links rum, um den Rücken frei zu haben. Doch der Chef kommt von der anderen Seite. Full House. Oh, das ist besser. gewonnen, Chef. Da muss was an der Schaumbremse kaputt sein. Ich schau mal nach. Mit übertriebenem Arbeitseinsatz will Stan Toni versöhnen. Aber der Mechaniker hatte recht. Die Schaumbremse geht nicht. Die Maschine löst eine wahre Schaumflut aus. Und! Drin ist unser Mechaniker. Wir müssen ihn retten. Auf dem Schaumteppich, der schon bis auf die Straße reicht, ist ein Polizeiauto ins Schleudern geraten. Die Polizisten werden auch dringend gebraucht, denn es wird höchste Zeit, die schaumschlagende Trommel zum Stillstand zu bringen. Hurra! Es ist geschafft! Aber der Polizist hat was gegen Stan. Ahnt er vielleicht, dass er der Übeltäter ist? Verzeihung. Oh. Na, warte! Mann, der ist ja gebleicht bis auf die Knochen.
Ab in die Kiste mit der Schmutzwäsche. Aber das Auge des Gesetzes erkennt an der Hosenfüllung natürlich genau, was los ist. Und man versammelt sich zur großen Wäsche im Parterre. Oh. Nein, ich will nicht. Hier hat nur der eine Chance, dessen Schuhsohlen zuerst greifen. Und das ist Stan. Er läuft und läuft und läuft, bis er in ein Sägewerk am Rande der Rocky Mountains kommt. Und dort bekommt er natürlich sofort einen neuen Job. Der Direktor ist mit dem Vorarbeiter nicht zufrieden. Das Geschäft läuft nicht gut genug. Aber wie soll es auch? Wenn der Vorarbeiter die Leute immer nur nutzlos mit Brettern und Balken durch die Gegend scheucht und sie nie zu ihrem natürlichen Arbeitsrhythmus kommen lässt. Stan hat einen Betriebskur gegründet, um das Klima zu verbessern. Aber dafür hat der Vorarbeiter kein Verständnis. Ja. Weitermachen! Du hobelst ja mit meinem Schuh, gib den her! Verzeihung, hier. Komm mit! Bring die Kiste auf den großen Bretterstapel! Was soll die denn da oben? Auf damit, sag ich! Ist das wirklich Ihr Ernst? Keine Widerrede! Na schön, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Stan weiß zwar nicht, was er mit der Kiste auf dem Bretterstapel soll, aber er setzt sie da ab, wo es der Herr Vorarbeiter befohlen hat. Sein Zorn und Schmerz verlangen nach Rache. Aber Stan ist zu schnell für ihn. Wo ist dieser Stan? Ja, hier bin ich. Mein letztes Angebot, der Kubikmeter 2,50 Dollar und kein Cent weniger. Hey, was soll das Brett im Büro? Ja, und fein gehobelt, 1 Dollar mehr. Mach die Tür zu. Oh, das hast du mit Absicht gemacht. Keine Spur. Aber ich. Los, steh auf. Hol das längste Brett vom Stapel, das du finden kannst. Das muss natürlich sorgfältig ausgemessen werden. Das dauert mir zu lange. Bring das erste Beste. Na gut. Das ist mir zu lang. Bring's wieder weg. Los, raus damit. Geh weiter, weiter, noch weiter. Noch weiter. Huh, seit wann ist denn der doppelt? Der muss hier einen Zwillingsbruder haben. Halt! Zurückkommen! Komm her! Du bringst mir jetzt einen Sack Zement nach oben. Vorsicht! Nicht so. Ich hänge ihn an den Flaschenzug und du ziehst ihn rauf. Hopp, hopp. Haha, Mittag. Erst die volle Ladung erweckt den Vorarbeiter wieder richtig zum Leben. Aber jetzt will er Stan nicht mal mehr seine Mittagspause machen lassen. Er soll den Zement sofort hinaufbringen. Und zwar per Hand. Vorwärts, wird's bald. Hoch, sag ich. Na los. Rauf mit dem Zeug. Oh, willst du wohl? Hopp.
So ein Schwächling. Ha. Mach schon. Bringst du jetzt den Zement nach oben? Weiter. Los. Na, geh schon. Immer aufwärts. Hopp, hopp. Oh, halt. Ach, so ein Trottel. Und gleich weiter rauf aufs Dach. Was machst du denn da? Stan kann machen, was er will. Er fällt immer wieder durch. Und schon steht der Vorarbeiter im heißen Leim, der schnell erkaltet. Das beschwert ihn, aber es hilft Stan noch lange nicht. Denn er hat mit dem Zementsack ein zu deutliches Übergewicht. Komm runter, komm mal her, schnell! Och. Los, hilf mir hoch. Und jetzt mach Feuer unter dem Leim, damit er weich wird und ich rauskomme. Mama, Mama, ich hab Angst. Oh, mir qualmen schon die Socken. Hoffentlich überlebe ich das. Mir wird übel. Ach, so, der ist draußen. Und noch ein. Hey, Stan, komm, hilf mir. Ah, geht schon. Warte, jetzt kannst du was erleben. Nun ist er endgültig mit dem Klammerbeutel gepudert. Und Stan macht sich vorsorglich auf die Flucht. In dem Zustand möchte er dem Vorarbeiter nicht zu nahe kommen. Bleib stehen, du Feigling! Ich erwisch dich doch! Wo ist er denn? Ach, da! Achtung! Während der Vorarbeiter die kostbare Arbeitszeit damit verbringt, Stan zu jagen, hat die treue Buchhalterseele herausgefunden, dass er nebenbei die Firma betrügt. Da gibt's nur eins: fristlose Kündigung. Haha, jetzt hat er ihn hinter Schloss und Riegel. Aber irgendwo findet Stan immer wieder ein Loch. Schuld. Hier ist Ihr Entlassungsschein. Name Tim O'Hallahan. Entlassungsgrund unheilbare Dummheit. Noch zu bezahlen 3 Tage. Den Vorarbeiter haut es um. Die Sekretärin weiß schon, wer der neue Vorarbeiter wird. Und Stan ist klug genug, um zu wissen, dass man zugreifen muss, wenn das Glück einen anlächelt.